Raum beleben. Das ist das Motto des Magnusparks in Füssen. Es ist ein Beispiel aus dem Allgäu, wie Industriebranchen zu neuem Leben erwachen. Räume für Künstler, Kreative und Existenzgründer sind entstanden. Gleichzeitig steckt der industrielle Charme noch in jedem Raum. 1861 wurde hier auf dem Gelände die mechanische Seilwarenfabrik Füssen gegründet. Sie profitierte von den starken Wasserkräften des Lechs und war so unabhängig von der Kohle. Die Fabrik war ein bedeutender Arbeitgeber im Raum Füssen mit einem eigenen Kindergarten und Krankenhaus. Auf Dauer konnte das Unternehmen jedoch nicht mit dem technischen Fortschritt mithalten. Die Produktion wurde eingestellt. Daraufhin entstanden in den Gebäuden die Füssener Hanfwerke. Ein in Füssen bekannter Mann hat dort schon als kleiner Junge gearbeitet. Also ich war damals einmal im Hanfbereich tätig, die erste Ferienarbeit, und da durfte ich Wägen ziehen. Also es waren schwerbeladene Wägen mit Hanfballen und die habe ich von einer Brücke über die andere Brücke ziehen müssen und dann ablagern. Dann die zweite Ferienarbeit war im sogenannten Walzwerk. Da wurde hier dann schon Kautschuk verarbeitet zu Klebemasse, wo man diese Klebebänder hier herunten hergestellt hat. Und das war eine sehr harte Arbeit. Man muss sagen, ich musste in der Früh um 5 Uhr aufstehen, um 6 Uhr beginnen. Und das ging dann bis abends, Nachmittag 4 Uhr durch. Wir haben eine halbe Stunde Mittag gehabt und in einem ungeheuren Lärm und Benzolgestank. Das war eine harte Aufgabe, aber hat mir gut getan. Ich stehe heute da und weiß, was Leistung bedeutet. Gemeinsam mit Adriana Rehmann, der Leiterin des Magnusparks, spricht er über die Zeit damals. Sein Vater war hier in den damaligen Handwerken als Prokurist tätig. Er hatte also weitreichende Vollmachten für das Unternehmen. Und Paul Jakob war damals sehr stolz darauf, in dem Betrieb mitarbeiten zu dürfen, in dem sein Vater auch etwas zu sagen hatte. Aber mein Vater hat dann schon so weit veranlasst, dass der Knabe die schweren Arbeiten zu machen hat. Also den muss man nicht schonen, habe ich hinterher erfahren, aber es hat mir gut getan. Um diesen Betrieb herum gab es eine Ansiedlung von Menschen. Laut Jakob arbeiteten zeitweise über 1600 Mitarbeiter dort. Sie kamen von ganz Deutschland nach Füssen. Man hat endlich auch eine Industrie gehabt. Immenstadt und Füssen sind dadurch zu Industriestandorten mitgeworden. Neben der kleinräumigen mit Handwerk und mit Landwirtschaft gab es endlich auch Industrie. Und das war eine sehr, sehr wichtige Sache. Als die Firma Insolvenz anmelden musste, übernahm im Jahr 2009 ein Privateigentümer das Areal unter dem neuen Namen Magnuspark. Jetzt werden die Räume von verschiedenen Gewerbetreibenden, darunter unter anderem von Handwerkern, Schreinern, Designern und Schneidern genutzt. Und auch von einem Schmied. Dieser Schmied ist Thomas Ruppel. Er hat die alte Schmiede im Betrieb wieder zu neuem Leben erweckt. Als er 2011 die Schmiede sah, hatte er nur einen Gedanken. Oh Gott. Weil sie war nicht mehr die Beste. Hab halt das alles wieder hergerichtet, dass man halt wieder arbeiten kann. Ja. Die Restauration ist ihm gelungen. Ein wahres Schmuckstück ist entstanden. Es erfüllt das Klischee einer Schmiede, so wie man es aus den Büchern kennt. Von Ohrenschützern hält Thomas Ruppel nicht viel. Weil ich den Klang hören will und hören muss, dann weiß ich, wie das Eisen ist, ob es schon kälter ist oder wärmer. Und ob ich daneben haue. Er fertigt hier alles vom Werkzeug über Geländer bis zu Skulpturen für den Garten, also Kunstschmiedearbeiten. Dabei hat er eine Vorliebe für den moderneren Stil im Gegensatz zum verschnörkelten bayerischen Barockstil. Ja, es ist mir gerade, sagen wir mal, die Zierde sind die Verbindungen. Dann halt auch auf die einzelnen Gebäude oder so abgestimmt, dass das passend ist. Nicht, dass man da, ich kann nicht zum heutigen modernen Haus also Schnörkeltechnik machen, da, die wo ein An- und Dazumal ist. Das schaut ja unmöglich aus. Manche Leute mögen es, aber es ist nicht unbedingt das meine. Eine Unterhaltung ist beim Schmieden nicht möglich, selbst ein Schrein geht unter. Doch unter den Schmieden gibt es Signale. Sie werden mit dem Schlagen auf den Amboss getätigt. Also wenn man Zuschläger braucht, ja, also früher war das, heute arbeite ich meistens alleine, ja, dann gibt es da bestimmte Klopfzeichen und dann kommt derjenige,
der weiß das, der hört das, dann lässt er seine Sache, seine Arbeit fallen und dann muss er antanzen auf die Schnelle. Weil das Eisen muss so lange geschmiedet werden, solange es warm ist, solange es heiß ist. Ja. Und man gibt halt also Zeichen oder man schreit ein bisschen, ja, ob fester oder schwächer zum Zuschlagen, so läuft es ab. Thomas Ruppel hat einen süddeutschen Amboss. Auf den ersten Blick sehen sich Ambosse sehr ähnlich, aber es gibt verschiedene Formen, von Region zu Region verschieden. Der süddeutsche Amboss hat zwei Hörner, ein rundes, ein eckiges, einen Voramboss und einen Stauchamboss. Zum Kunstschmieden ist der süddeutsche Amboss ideal, denn hier könne man gut um den Amboss herumtanzen. Thomas Ruppel ist zufrieden hier. Auch im Magnuspark gefällt es ihm gut. Das ist eigentlich relativ gut, weil man sich ergänzen kann. Und man hat halt, wenn man jemanden braucht, dann geht man halt schnell hin und sagt, hilf mir mal schnell. Ja, also bei mir ist es besonders so, weil ich halt schwere Trümmer habe. Ja, und ich meine, das sind ja Halbzeuge, was ich geliefert bekomme. Ja. Und die wiegen halt ein bisschen was und sind 6 Meter lang. Ja. Und da ist das oft vom Vorteil, wenn man eine zweite Hand hat. Thomas Ruppel wollte schon immer Schmied werden. Ihn fasziniert vor allem eines. Sie machen das Eisen warm. Und dann also wir haben ja kein Eisen mehr, wir haben ja Stahl, ja, also Baustahl. Der wird warm und dann lässt sich das so verformen wie Plastilin. Als Beispiel. Ja. Und das ist das. Die Faszination und das, was man halt herstellt. Ja. Schmieden ist einer der ältesten Berufe. Die Techniken haben sich nicht wesentlich verändert. Allerdings denkt er auch, dass es das Handwerk so nicht mehr geben wird. Es stirbt nur aus, weil der Verbraucher oder die Leute es aussterben lassen. Aber normal hat es Zukunft. Man hat nicht mehr die Arbeit, die man früher gehabt hat, aber die Arbeit bleibt. Wir sind Handarbeiter, voll, wir können total individuell arbeiten und dann sind wir nachhaltig, auch wenn wir sehr viel Energie brauchen, weil unsere Sachen, die heben ewig. Also da gibt es nichts. Sieht man ja, also wir machen ja Restaurationsarbeiten, ja, die sind teilweise 100, 200 Jahre alt, ja, funktionieren und sind mal ein bisschen beschädigt, das da mal reparieren und dann ist das wieder in Ordnung. Das individuelle Arbeiten und das Reparieren spielen auch bei Michael Dodel eine Rolle. Er hat in den ehemaligen Handwerken zusammen mit seiner Ehefrau Jenny seit fast 2 Jahren ein Fahrradgeschäft. Die Lage seines Geschäfts dort ist für ihn persönlich etwas ganz Besonderes. Für mich ist ein ganz großes Gefühl, weil mein Opa war hier schon Betriebsschlosser in der Handwerke damals. Meine Oma hat hier gearbeitet. Das ist halt schon so ein alter Baustein von Füssen, sage ich jetzt einmal. Entstanden ist das Fahrradgeschäft aus einem Hobby heraus, das sich längst zu einer großen Leidenschaft entwickelt hat. Wir waren im Finale, das war 2016 an Silvester. Und dann haben wir gesagt, was sollen wir machen? Machen wir so einen kleinen Raum, schrauben wir ein bisschen. Eigentlich wollten wir bloß die Freunde beliefern. Also wir gesagt haben, wir machen jetzt ein Geschäft auf, dass man ein bisschen sowas für die Freunde macht, dass man nach dem Radl ein bisschen gemütlich zusammenhocken kann. Suchen wir uns was. Und dann haben wir hier den Raum angemietet. Und dann hat das so seinen Lauf genommen. Dann ist das immer mehr geworden. Und dann irgendwann einmal, können wir das Radl bringen zum Richten? Können wir es bringen? Und jeder fragt halt dann. Und so hast du die Stammkundschaft aufgebaut. Genau, und so sind wir gewachsen. Zuerst hat er noch in seinem Beruf als Industriemechaniker gearbeitet und nebenher das Fahrradgeschäft betrieben. Als der Kundenstamm sehr schnell wuchs, entschied sich Dodel, seine Kraft ganz dem Geschäft zu widmen. Seine Ausbildung als Industriemechaniker hilft ihm aber auch heute noch bei seiner Arbeit. Weil man hat ja beim Industriemechaniker Werkzeugmacher, hat man ja auch in der Gesellenprüfung so eine Montageprüfung und das ist eigentlich da nichts anderes. Man kennt die ganzen Schrauben, man kennt die ganzen Newtonmeter, Anzugsmomente, was man bei den Schrauben hat. Und von dem her ist das eigentlich fast das Gleiche, bloß ein bisschen gröber. Michael Dodel baut auch ganz individuell Fahrräder zusammen. Jedes einzelne Teil kann ausgewählt werden nach dem sogenannten Baukastenprinzip. Die Leute, die sehen den Rahmen oder sehen das Radl irgendwo und sagen, boah, das Rad gefällt mir. Ich möchte es aber mit der Gabel, mit den Laufrädern und da hat jeder so seine Vorlieben. Von Dämpfer bis zur kleinen Schraube kann der Aufbau individuell zusammengestellt werden.
Der Bau des Fahrrads geht allerdings nicht so schnell. Es sind viele kleine Arbeitsschritte. Sein Geschäft ist auf Mountainbikes spezialisiert, darunter auf Enduros, mit und ohne Motor. Das Fahrradfahren hat laut ihm Zukunft. Also jetzt auf jeden Fall, wir sind gerade in Jahren, sage ich mal, wo das brutal auf dem aufsteigenden Ast ist. Klar, E-Biken ist ganz groß im Kommen und ich denke, das wird auch noch mehr, weil sie halt auch immer an den Motoren und an den Akkus mehr macht und weil da die ganzen Leute jetzt halt einsteigen, 600er Akku und ihr habt den größten Akku und also ich denke, da geht die nächsten Jahre noch ziemlich viel. Auch bei den jungen Leuten sind E-Bikes immer beliebter. So können sie öfter ihre Runden fahren. Gerade bei Enduros, wo der Abfahrtsspaß im Vordergrund steht. An seiner Arbeit hier gefällt Michael Dodel vieles. Das ist eigentlich so das Komplettpaket. Leute beraten, der Leute einfach das näher bringen, was wir fahren, was wir gut finden, was wir getestet haben. Und einfach die ganzen Räder reparieren. Und wenn die Leute einfach wieder mit einem Grinsen rausgehen, das heißt, da kommt der kleine Bub rein, hat bloß 15 Euro und sagt, oh, mein Radl ist kaputt, kannst du mir das richten? Und eigentlich rentiert sich das von der Zeit her gar nicht, weil du halt 2 Stunden dort hockst. Aber er geht halt dann wieder mit einem Grinsen raus und dann weißt du, das ist genau der Job, hast du heute genau wieder was richtig gemacht. Und richtig gemacht hat Michael Dodel auch etwas bei der Standortwahl seines Geschäfts. Zumindest, wenn man nach ihm geht. Und das ist einfach hier das ganze Flair. Die ganzen Leute sind nett, das ist einfach hier so ein Miteinander, das ist so eine Gemeinschaft. Dem stimmt auch Bürgermeister Paul Jakob zu. Er kann sich vorstellen, dass dieses Ensemble an Gebäuden noch viel mehr mit sich bringen kann und dort auch noch mehr Leben entstehen kann. Ich habe da mit dem Eigentümer und der Verwalterin auch schon Gespräche geführt, dass wir vielleicht auch im Kulturbereich etwas schaffen können, vielleicht auch irgendwie mit einem tollen, ganz eigenen Typus an Restaurant, wo man mit Kultur, mit Konzerte oder sowas vielleicht machen kann, wo sich Menschen treffen, die gleichgesinnt sind. Wir haben neben dort vorbeifließend den Lech. Auch da könnte man mit einer Lechterrasse den Blick hinauf auf unsere Altstadt haben. Also ich kann mir da unheimlich viel vorstellen. Man darf die Fantasie gar nicht so weit schweifen lassen. Das Gelände habe laut Jakob großes Potenzial für die Zukunft. Das kulturelle und soziale Leben in Füssen soll so langfristig geprägt werden. Thank you.